Wir wollten nur noch kurz ja? Was? Anrufen, weil du gesagt hast, wir hören noch voneinander. Dieses Gespräch mit dem Fetting, das ist so tief, oh, gewaltig. Es sind immer die Kleinigkeiten, Helene. Ja. Kleinen Moment, ich mache mein Mikrofon hin. Bitte. Es ist eben immer wieder die zwei Seiten, wo ich sage, das erste ist, du musst dir bewusst machen, dass wirklich jeder Moment neu ist. Ja. Und das ist gerade, wenn wir so unsere vier Stufen der Vergessenheit sagen, im Alltag ist es so weg, dieses Gefühl, dass man mit seinen Informationen nichts zu tun hat. Und man muss das einfach sich wirklich jeden Moment bewusst machen, wenn man wieder wegkleidet, dass man seine Information, ich nenne jetzt das einmal Information, dann ist, bezieht sich das auf das sinnlich Wahrgenommene genauso wie auf die reine Gedanken- und Gefühlswelt, dass das an ständigen Wechsel unterliegt. Und es ist eine untrennbare Verbindung zwischen dem wahrnehmenden Geist und seiner Information. Und das Erste, was wirklich sitzen muss, der Glaube, dass irgendwas, was in dir auftaucht als Information, dass das unabhängig von dir existiert, das ist die erste Falle. Genau. Es ist, wie ich immer wieder sage, es ist hundertprozentig sicher, dass du das nicht überprüfen kannst. Ich drücke jetzt das einmal anders aus. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist nicht hundertprozentig sicher, sondern das ist blinder, dogmatischer, materialistischer Glaube, dass die große Masse an Gedanken, die du denkst, wenn du sie denkst, sind sie, weil du sie denkst, dass die auch unabhängig von dir da außen existieren oder schon in der Vergangenheit waren, bevor du sie gedacht hast. Das ist ein reines Vermutungswissen, das eben die Logik in dir, dieser Schwamminhalt, dir permanent impliziert. Und damit entmachtet sich der eigene Geist. Ja. Darum spielt es auch keine, ich drücke es anders aus, darum muss man sich zuerst einmal bewusst machen, dass es hier nicht um irgendwelche Informationen und Gedanken geht, sondern es dreht sich zuerst einmal bei dem, was ich mit Hodo Feeling erzähle, um den, der das erlebt, diesen ständigen Wechsel von Informationen. Und der bleibt immer konstant, der altert nicht, sondern er alterniert. Ja. Sehr wichtig, der altert nicht, sondern der alterniert. Es ist immer dasselbe Ich. Und man beginnt halt durch die Verwechslung mit einem Gedanken von sich selber, dass man sagt, ich wurde in der Vergangenheit geboren. Es ist auch etwas, was hundertprozentig sicher von dir nicht überprüft werden kann. Und immer dran denken, ich erkläre das den, der mich jetzt sprechen hört, diesen Geist, der jetzt das als Information erlebt, was er jetzt erlebt. Das ist sehr vielfältig. Das hängt davon ab, wo er seinen Fokus drauf richtet. Er kann sich jetzt an Toni, an Helene, an Udo ausdenken. Er kann sich selbst ausdenken. Dann wird er sich sinnlich wahrnehmen, seinen Körper wahrnehmen. Aber es ist sein Körper, heißt nicht, dass er dieser Körper ist, sondern dieser Körper, wo er ein Leben lang gesagt hat, das bin ich, aufgrund seiner Logik, ist genauso eine ständig, gehört zu diesen ständig wechselnden Informationen. Das kann man übrigens hundertprozentig sicher überprüfen. Und da will die Welt davon nichts wissen. Und irgendwelche Menschen, irgendwelche Gedanken wollen davon auch nichts wissen. Weil das eben einfach nur vergängliche Erscheinungen sind. Darum sage ich immer wieder, Holofeeling ist was ganz was anderes. Entzieht sich dieser Logik des Materialismus oder der Religion, die nur raumzeitlich denken können, wenn du solche Programme in dir laufen hast. Das ist immer wieder, wie gesagt, ein kleiner Satz. Es ist logisch, aber nicht unbedingt geistreich. Geist ganz anders wie ein Programm. Das ist eigentlich hier der große Schlüssel in die Freiheit. Das Gefängnis, in dem man sich ein hier und jetzt ausgedachtes Leben selbst eingesperrt hat, das ist nicht nur dieser Körper, in dem man drin steckt, mit dem man sich verwechselt, sondern das ist der ganze Glaube, den man zu durchschauen hat. Und das ist der Sinn dieses Lebens, das du lebst. Da gibt es noch viele, viele andere Sachen, die man auch noch lernen muss. Weißt du, ich greife mal so in die alte Schubladenkiste von mir, wo ich immer wieder gesagt habe, es wäre eine sehr ungerechte Schöpfung eines Gottes, ich bleibe mal so in dieser religiösen Form, wenn deine Befreiung
davon abhängen würde, dass du zuerst einmal Physik oder Religion oder irgendwas studierst, oder wenn deine Befreiung davon abhängen würde, dass du irgendwelche Gedanken von dir, das heißt irgendwelche Mitmenschen, die anderen Menschen sind genauso ein Gedanke von dir wie dein eigener Körper, von irgendetwas überzeugen müsstest, das wäre ungerecht. Dann hättest du selber nämlich keinen Einfluss drauf. Dann wärst du auf Gedeih und Verderb auf die Meinungen anderer angewiesen. Ja. Ich drücke es einmal anders aus. Du wärst eigentlich auf Gedeih und Verderb auf die Meinung deiner Gedanken angewiesen. Weil Menschen sind nur Gedanken, es sind nur Informationen. Mhm. Und dann sage ich immer noch dazu, dann hätte zum Beispiel hier ein Schäfer, der ziemlich alleine lebt und jeden Morgen mit seinen Schäfchen in der Natur loszieht und mit sich und seinem Dasein zufrieden ist, das er erlebt. Er hätte keine Chance, eine höhere geistige Ebene, was man so in der Religion Himmelreich nennt, betreten zu können. Und ich sage immer wieder, wenn der das wirklich sein Leben mit Freude lebt und mit seinem Leben einverstanden ist, dann hat er dieses Himmelreich auf Erden. Ja. Das ist das, was du dann immer wieder findest, wo man dann hier gerade jetzt, wir reiten ja in erster Linie immer bloß auf dieser griechisch-christlichen Tradition herum, wo ich immer wieder betone, ich könnte dir dasselbe auch in muslimischer oder in hinduistischer oder buddhistischer Tradition erklären, weil eben deine Grundlage in deinem momentanen Schwamminhalt, auch wenn du überhaupt nichts mit Religion am Hut hast, du bist in einem christlichen Umfeld groß geworden und das ist der ganze Moralkodex dieses falsch gelehrten Christentums, ist ganz tief in dir drin. Ja. Auch wenn einer sagt, ich habe mit Religion nichts zu tun, ich bin ein Realist, das heißt, ich bin ein geistloser Atheist, der sich mit Materie verwechselt. Es ist einfach, das ist das, was ist. Und auch wenn man das in jungen Jahren im Leben hört, am Anfang des Buches, wie ich immer sage, 20, 25 Jahre, das immer wieder wiederholen, dazu brauchst du keinen Intellekt, dir immer wieder bewusst zu machen, dass jeder Moment, den du denkst, den du erlebst, von dem nächsten Gedanken, von dem nächsten Moment abgelöst wird. Ja. Das nenne ich Gedankenwellen. Und da ist ein Parameter, der immer ist, das bist du. Da kann ich tausendmal sagen, was ist das verbindende Parameter für ein Känguru in Australien, Neandertal in der Steinzeit und in Eiffelturm in Paris. Zuerst einmal der sich das jetzt denkt, weil die Dinge nicht existieren, wenn sie nicht gedacht werden. Und ob du dir Neandertaler ausdenken könntest, wenn das nicht auf dein Schwamminhalt, auf dein Schulwissen drauf wäre. Die Frage beantwortet sich von selbst. Darum hast du eine komplett eigenständige Traumwelt. Wenn Menschen träumen, und es bezieht sich auf den roten Menschen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das setzt aber wieder voraus, dass es verschiedene Menschen gibt. Es gibt bloß einen Adam. Ja. Das ist der, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Es gibt nur einen Gott. Ich mache jetzt das komplexer, dass ich sage, das ist der, der vom Bücherregal steht. Und der durchlebt viele verschiedene Geschichten, aber die kommen nie nacheinander. Darum ist der Hinduismus dahin, die immer meinen, nach einem Leben kommt das nächste. Das erfordert immer, dass du dir eine Evolution, eine Zeitspanne vor dich hinstellst. Aber das ist immer jetzt. Eine Sekunde, 1000 Jahre. Ja. Es sind Vorstellungen, die erzeugt werden. Und wenn man jetzt wirklich einmal wieder 20 Jahre zurückgeht, vor 20 Jahren hat der Udo gesagt, wenn du jetzt an eine Erdkugel denkst und an einen Sandkorn denkst, ist die Erdkugel, die du denkst, als Ding an sich, als Gedanke größer wie das Sandkorn oder das Atom, das du denkst. Es ist die Vorstellung einer Kugel. Und wie groß du dir die denkst, so kommt sie dir vor. Ja. Aber es ist nur ein Gedanke, der ist nicht groß. Ja. Der hat überhaupt keine Ausdehnung. Nur die Ausdehnung, die du dir in dir aufbaust, die du vor dich hinstellst, die du dir ausdenkst. Ja. Aber als Ding an sich ist sie eigentlich ein Nichts. Im materiellen Sinne gesehen. Ja. Eine gedachte Erdkugel ist nichts Materielles. Ein gedachter Mensch ist auch nichts Materielles, es ist ein Gedanke. Man lässt sich immer wieder verwirren von den Figuren in deinem Traum, das ist der Test. Du wirst dir irgendwann einmal bewusst machen müssen, dass du eine große Ausnahme in dem System bist. Was jetzt mit Holofeeling passiert, dass natürlich Brösel in dir auftauchen kann, eine Handvoll Brösel, die dasselbe System zum Denken benutzen, weil sie mit Holofeeling kontaktiert wurden. An dem normalen Leben muss man dabei überhaupt nichts verändern. Das lassen wir laufen.
Ich sage immer wieder, das lassen wir unangetastet. Noch einfacher wie mit Holofilling geht es überhaupt nicht. Weil ich ja nichts an dem Programm zuerst einmal verändern will. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Haar. Wir vervollkommnen das Programm. Vervollkommnung heißt aber, dass du an allen Wissenselementen, mit denen du zurzeit arbeitest, gedankentechnisch, dass die komplett unverändert bleiben, aber es verändert sich alles, wenn du die erweiterst. Ja. Wenn du als Gedankenelement einen Kreis hast und wir denken uns ein Dreieck dazu, kannst du, wenn du beide verbindest, kannst du einen Kegel draus machen. Mhm. Aber das ändert nichts an dem Kreis. Ja. Das heißt, deine ganzen Vorstellungen von richtig bleiben richtig und deine ganzen Vorstellungen von verkehrt bleiben verkehrt. Das Problem besteht darin, dass du immer wieder meinst, du müsstest dich jetzt für das Richtige entscheiden oder für das Gute entscheiden. Und das löst sich mit Holofeeling auf. Mhm. Ich kann nicht sagen, Sonnenschein ist gut und Regen ist schlecht, weil beide bilden das Wetter. Und in deiner momentanen Vorstellung von Lebendigkeit, wie das funktioniert, das hängt ja von deinem Programm, von deinem Glauben ab. Mhm. Brauchst du beides. Du brauchst einatmen und ausatmen. Das sind so Sachen, wo ich immer wieder wiederhole, das erscheint dir logisch. Wie sieht es aus mit Krieg und Frieden? Mit Krankheit und Gesundheit? Da wirst du plötzlich feststellen, dass deine fehlerhafte Logik extrem rebelliert und du brauchst auch beides. Ja. Man müsste nur die Wörter anders setzen. Das ist Zerstörung und Aufbau. Und es muss was zerstört werden, dass was Neues kommt. Das Baby muss zerstört werden, dass das ein Schulkind wird. Mhm. Und jetzt sich einzureden, dass es immer derselbe Mensch ist, das ist vollkommen klar, aber da muss ich zuerst einmal wissen, was ein Mensch ist. Das ist so unendlich simpel. Jetzt könnte ich mich wieder fragen, wieso brauche ich dann 25, 30 Jahre mit Tausenden von Gesprächen, bis das einer checkt. Der Trugschluss, du hörst es und alle nicken, wenn ich das erzähle. Und du scherst dich in deinem normalen gelebten Leben ein Dreck drum von dem, was ich dir mitteile. Das ist eigentlich das, wo dann irgendwann einmal aber eine gewisse Zeit in einen arbeitet. Und dann will man sofort wieder losmarschieren und wieder Bestätigung von anderen haben. Das war jetzt hier gestern die kleine Sache mit dem Video, mit dem Bessermachen. Mhm. Hier bei den Menschen, bei den Grünen. Ich sage immer wieder, wenn die ein Loch zustopfen, reißen sie 5 Löcher auf, die dann im Hier und Jetzt gefiltermaßen zeitverzögert wieder neue Probleme aufreißen. Die Politik macht nicht das. Und das Einzige, was sie jetzt können, ihr eigentliches Problem vor sich herschieben. Wir setzen auf Wachstum. So ein unendlich geistloser Schwachsinn, solange ich im Hintergrund glaube, ich bin auf einer Erdkugel mit begrenzten Ressourcen. Sie hoffen insgeheim auf Wunder oder sie sind so skrupellos, dass sie sagen, nach mir die Sintflut. Ja. Solange es mich gibt, hält das System schon noch. Da wird dir dann die Erbärmlichkeit bewusst von diesen Figuren, die natürlich alle freizusprechen sind, weil ich immer wieder sage, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemandem, was ich mir jetzt denke, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass der genau in mir so in Erscheinung tritt, wie ich ihn ausdenke. Jetzt denk an deine Politiker, denk an deine guten Menschen, an die bösen Menschen. Die können nicht anders sein, sie sind nur, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und versuch das bitte nicht irgendeiner dieser Menschen zu erklären. Mhm. Sag ich, der größte Unterschied für Holofeeling ist immer, dass ich betone, ich erkläre es den, der mich jetzt sprechen hört. Und das ist nicht irgendein Trockennasenaffe, das sind keine Ohren, das ist kein Gehirn, das ist Geist. Das heißt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Aber jetzt musst du mal wissen, was Geist ist. Mhm. Wenn du jetzt wieder in Bücher gehst, du wirst es nicht finden. Mhm. All die radebrechende Erscheinungen, Geist ist ein nicht denkbares Nichts. Jede Art von Vorstellung, die du aufbaust, macht dieses Ding, dieses Ewige, zu einer vergänglichen Erscheinung, weil alles, was existiert, löst sich mit dem nächsten Gedanken auf. Du willst doch ewig leben. Mhm. Also mach dir zuerst einmal bewusst, was du bist. Mhm. Was sagt der Uwe immer? Ich erkläre dir, was du bist und dann in ganz groben Ansätzen, soweit du das mit einer primitiven Logik fassen kannst, wie du funktionierst. Mhm. In Wirklichkeit funktionierst du nochmal ganz anders. Aber wie erkläre ich ein Basic-Betriebssystem, was Windows ist? Ich kann ja nur Basic reden. Wie erkläre ich einen Chinesen, was die deutsche Sprache ist, wenn ich mit dem nur Chinesisch reden kann und er will vor was anderem, mir von einer anderen Logik, Sprachlogik überhaupt nichts zu tun haben? Dann wird er nie eine Fremdsprache verstehen. Er muss neugierig werden auf was vollkommen Neues, das total anders klingt und funktioniert, wie sein eigenes Denken. Mhm. Ja.
Darum ist auch immer, wenn wir jetzt sagen, in die letzten Gespräche, das sind ja immer jetzt, das ist ja alles jetzt. Die waren schon da, wie ich das erste Mal vom Udo was gehört habe, waren diese Selbstgespräche schon oder bloß einige Seiten, wo ihr euch jetzt hingelebt habt. Es ja. muss durchlebt werden. Ja. Das ist sehr hart in vielen Sachen mit den Fettings, dieses letzte Gespräch mit der Mutter, ja. wo ich immer wieder sage, das sind so viele Mechanismen, das ist auch hier der Muttertrieb. Wenn ich früher immer wieder gesagt habe, was ist Liebe? Mutterliebe ist keine Liebe, das ist ein zwanghafter Mechanismus. Ja. Sexualität sind Mechanismen, zwanghaft getrieben. Ja. Wirkliche Liebe ist nur in Freiheit möglich, in geistlicher Freiheit. Ja. Das beginnt mit Liebe deine Feinde, weil nichts, absolut nichts in deinem Programm drin ist, das Feinde, das dich zwingt, Feinde zu lieben. Ja. Das ist der erste Akt, den du tätigst, die Vergebung zum Beispiel. Wenn man aufbraucht, mit Zorn, mit Hass, weil irgendwas passiert ist, Rechthaberei, das ganze Rechtssystem im Christentum ist so gegen die christliche Lehre, diese Scheinheiligkeit, jetzt denken wir uns einmal bewusst Amerika aus, die Amerikaner mit ihrer Christlichkeit, mit ihren vielen christlichen Sekten, dann Todesstrafe. Dieses Rachesystem, das jeder Mensch kennt, es. Ja. Er hätte nicht schon mal am liebsten einen Umbringer kennen, an die Wand schmeißen können, vor lauter Hass. Ja. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Ja. Ja. Das bedeutet es. Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Vergebung. Und Vergebung erfordert, dass du ganz, ganz extrem über die Grenzen deiner zwanghaften Logik hinausgehst. Und wird dich immer wieder daran hindern, anderen zu vergeben. Ja. Das ist dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Dann habt ihr irgendwann einmal wirklich verstanden, was diese christlichen Aussagen bedeuten. Und da ist die Kirche und die Scheinheiligkeit dieser ganzen einseitigen Gutmenschen so weit davon. Mhm. Wie ich immer wieder sage, selbst wenn sich alle dann um Flüchtlinge bemühen, die bauen nur neue Feindbilder auf. Das ist auch so eine Sache. Die schließen ein Loch in ihrer Seele und reißen 5 neue Löcher auf und plötzlich sind dann die Nazis oder die anderen die Bösen. Ihre Feindbilder lassen sie deswegen nicht los. Sie verlochern sie bloß in einem anderen Bereich. So wie jeder, der irgendwas verbessern will, mit einseitiger Logik ein Loch zustopft und andere Löcher aufreißt, die dann immer wieder volle Breitseite auf ihn zurückgeschmissen werden. Bis du das einmal sagst, ich bin schuld, Vater, dein Wille geschehe, mach mit mir, was du willst. Ich versuche mich nicht mehr am Leben zu erhalten. Das erfordert ihn. Das ist der Geist, der ausbricht. Das musst du dir nicht beweisen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, sonst fällst du auf die Schnauze. Und zwar deshalb, weil das Kaufmannsdenken ist. Ja. Das ist auch ein Wollen. Frei sein Wollen funktioniert nicht. Man muss sich selbst frei machen. Das mit dem Wollen, ich will, ich versuche es erst nicht gar nicht. Wenn Kaufmannsdenken, wenn du Belohnung dafür erwartest, dass der Überlebenskampf aufhört, wenn du dich hingibst. Ja. Das symbolisiert diese Abraham-Geschichte, wo ich so oft gesagt habe, schlachte deinen Sohn, opfere ihn. Das ist ja nichts anderes, das hebräische Wort für Opfer ist eigentlich schlachten. Ja. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt da damit konfrontiert wirst und du weißt, kennst die Geschichte nicht und du wirst damit konfrontiert und du kennst die Geschichte. Weil da rechnest du dir schon wieder Belohnung aus, wenn du die Geschichte kennst. Abraham in der Geschichte kann ja das Ende nicht. Er hätte seinen Sohn abgeschlachtet. Und drum ist er wieder gekommen. Und ich sage immer wieder, wenn du sagst, ich weiß ja, was passiert, du wirst bis zum Nimmerleinstag auch warten. Ja, so ist es. Die Erlösung kommt in dem Moment, wenn du es wirklich tun würdest. Wenn du bereit bist, für deinen Glauben, für den neuen Glauben zu sterben, dann wirst du nicht sterben. Wenn du versuchst, das Ding, das du sein glaubst, am Leben zu erhalten, wirst du vom Moment zum Moment sterben. Das die abgründige raumzeitliche Erscheinungen erben. Und das sind R, erweckte, BN, polare Existenz. Das ist das, was du zurzeit erlebst. Ein ständiges Sterben. Und wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, das heißt, wenn du ich geworden bist, ich bin jetzt der, der den Udo sprechen hört. Ja, der hört es, was anders wie der Sprecher. Der Sprecher ist eine Information von dem, der hört. Dann wirst du von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Weil ich immer wieder sage, betrachte jetzt
deinen Körper als deine Traumwelt. Das ist dein Körper. Dann betrittst du schon die nächsthöhere Ebene. Aber der verwandelt sich halt von Augenblick zu Augenblick. Das ist das Spiel. Tun muss man nichts, nur wach sein. Im geistigen Sinne wach sein. Jeden Moment. Sobald du hier das wieder aus den Augen verlierst, verstreust du dich wieder selber, ohne dass dir das bewusst ist, weil du meinst, mit den Sachen, die du dir ausdenkst, hast du nichts zu tun. Also lass das Leben laufen, ganz normal als Brösel, und versuch lieber immer wieder diesen Doppelschritt, diesen Beobachter, der nicht mehr werdet und sich nicht mehr einmischt, zu aktivieren in dir. Dann kannst du beobachten, wie du beobachtest. Das ist JCH beobachtet ICH rot. Das heißt, ich beobachte mich, wie ich, rotes Ich, als blaues Ich, als Figur, als Programm, als Mensch in gewissen Situationen reagiere. Ich muss nicht erst einmal das rote Ich beobachten, weil das rote Ich beobachtet zwar schon, aber es werdet immer noch in Maßsetzung in Verbindung mit des eigenen Schwamminhalts. Und jetzt ist natürlich, ich wiederhole es nochmal, das Problem in deinem Schwamminhalt ist jetzt Holofeeling drauf. Ansätze. Das heißt, das gehört ja auch zu einem Wertesystem. Und dann wirst du, wenn du dich selbst beobachtest, merken, wie die alten intellektuellen Strukturen in dir einseitige Meinungen vertreten, wie du ein blindes Arschloch bist, wie ich sag, dass du mit was nicht einverstanden bist. Und jetzt ist natürlich auf der anderen Seite auch auf deinem Schwamminhalt dieses Wissen von Holofeeling. Ich muss lernen, mit allen einverstanden zu sein. Und dieses falsch verstandene Holofeeling meint jetzt, das rote Ich, es müsste sich das abgewöhnen. Und genau durch diesen Akt, dieses Nicht-Einverstanden-Sein, dass man sich das abgewöhnt, das ist jetzt ein Widerspruch in deiner Logik mit Holofeeling. Genau da Stille zu halten, das kann dann bloß der, der sich selber beobachtet. Es läuft ab, aber nur eine gewisse Zeit, und dann kommt es zur Ruhe. Das ist die Verwandlung. Genauer kann ich es dir in deiner Logik nicht beschreiben. Aber es ist extrem reduziert. Aber es passiert. Wann kann ich dir auch sagen? Es wird jetzt passieren. Solange du in dem Wahn lebst, dass das vielleicht irgendwann einmal später passiert, wenn ich immer wieder sage, du musst dein Buch ziemlich durchgelesen haben und du bist jetzt meinetwegen 30, und dann sagst du, naja, habe ich nur 30 Jahre. Weil ich vergiss es, die sind ja schon da, die Zeit. Ja. Darum erkläre ich immer wieder, dass Zeit was sehr Subjektives ist. Es kann, ein Tag kann eine Ewigkeit dauern und er kann im Fluge vorbeigehen. Ja. Ein Huscher sein. Vor allem, wenn man schon angeschaute Zeit, angeschaute Tage, wenn man die in die Erinnerung wieder zurückblättert. Im Lesen dauert, wenn du eine Seite liest, dauert es länger zu lesen, wie wenn du die schon gelesen hast und du blätterst zurück und dann schaust du die bloß einen kleinen Moment an und dann blätterst wieder auf die aktuelle Seite. Da merkst du schon, eine Seite ist eine Seite, wie lange du drin verweilst. In dem Moment, wo die schon mal gelesen wurde, ist es schon ein Chat. Aber es ist erst ein vollkommenes Chat, wenn du das verstanden hast, was auf der Seite drin steht. Das ist ja das Schöne, wo ich dann immer wieder so Sachen, wenn man die Offenbarungen, wenn man die wirklich über viele Jahre studiert, mir fällt jetzt spontan eine Sache von meiner Inge ein, wo sie hier in der Hologrammatik sagt, Udo, ich zitiere jetzt, ich sitze da, und das ist ein kleiner Absatz, vielleicht mit 10 Seiten. Und dann lese ich mir den durch und dann kriege ich eine Heureka und dann lese ich nochmal und ich kriege immer mehr Erkenntnisse und dann schaue ich auf die Uhr und dann stelle ich plötzlich fest, ich habe 3 Stunden diese Zwischenzeit angeschaut. Und es war, ich bin total entsetzt. So, was sind jetzt da 3 Stunden gewesen? Ich sage, jetzt hast du angefangen, zwischen den Zahlen zu lesen. Weil das gezippt ist, weil du all das, was man bei oberflächlichen Lesen nicht mitkriegt, ist dir jetzt plötzlich bewusst. Und das löst so viele andere Gedanken aus. Hey, ihr zwei, das ist es. Danke. Bitteschön, ganz schön. Ihr wisst doch, ich bin der größte Egoist, den es überhaupt gibt. Alles, was ich mache, mache ich sowieso bloß für mich. Ja, genau. Bin doch nicht so blöd und reiß mir für irgendwelche Brösel den Arsch auf, die sowieso nichts verstehen, wenn du nur keine Überleben schaust. So ist es. Das muss verstanden. Ja. Ja. Die tiefe Liebe. So, jetzt wartet einmal. Mhm.
Ja. Gut, wir haben soweit. Bis wann taucht die auf bei mir? Wie immer, so um 1. 1, 2. Alles klar. Dann lassen wir das jetzt gut sein, weil ich glaube, das ist nicht schlecht, das kann man reinstellen. Ja, danke, danke. Mhm. Okay, dann sage ich bis gleich. Ja. Wir lieben dich. Ciao. Marion. Ja, Bussi. Ja.